Ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut, dass du in diese Situation geraten bist. Ich werde auf alle erdenkliche Weise versuchen, dir zu helfen. Dabei hoffe ich allerdings, dass wir zusammenarbeiten können, verstehst du? Ich meine, wir haben uns doch ziemlich gut kennengelernt, du und ich, seinerzeit. Du hast nie verstanden, wie wichtig Berührung für die Behandlung ist. Im Juni 2010 findet die Millennium-Trilogie ihren Höhepunkt. Man hat uns bestätigt, dass eine Geheimgruppe existiert, und zwar innerhalb eines sehr sensiblen Teils der Staatsverwaltung. Und Lisbeth Salander? Was machen wir mit ihr? Sie waren seit langem meine unterhaltsamste Patientin. Ich bin wahnsinnig wütend auf den Staat, die Regierung, die Sicherheitspolizei und noch ein paar andere Vollidioten, die total ohne Grund ein 12-jähriges Mädchen in eine Nervenheilanstalt einsperren lassen und sie dann für unmündig erklären. Wir machen einen Rückzieher, Micke. Für keine Arbeit auf der Welt lohnt es sich zu sterben. Stieg Larsson, Vergebung. Lisbeth Salander hat ihr ganz eigenes, verworrenes Weltbild. Der Höhepunkt der Millennium-Trilogie. Juni 2010. Im Kino.